Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ich komme mir ein bisschen komisch vor, weil ich die so alle on bike drehe und deswegen habe ich immer das gleiche an und ihr denkt bestimmt, ich ziehe mich nie um. Aber so ist es nicht, ich schwör's. Heute geht es um ein Buch, das ich nach langer Zeit mal wieder abgebrochen habe. Ich habe es euch schon im Lesemonat einmal kurz vorgestellt, aber ich möchte euch trotzdem noch ein extra Video dazu machen. Und zwar geht es um Slaying the Shadow Prince aus der Mortal Enemies to Monster Lovers Geschichte. Ich hatte euch ja Teil 1 und Teil 2 schon vorgestellt und Teil 3, Spoiler, habe ich abgebrochen bei ungefähr 63% circa und hatte mich vorher auch schon eher so durchgequält. Aber ich verrate euch erstmal, worum es geht. Unsere Welt, in der das Ganze spielt, ist so eine Art Postapokalypse. Also es ist nicht, also es ist schon so mittelaltermäßig, aber nicht dystopisch. Und zwar gibt es da solche Schattenwesen, die irgendwie die Welt plagen, nicht erobern, aber plagen. Und zwar insoweit, dass eben die Stadt, in der unsere Protagonistin gelebt hat und aufgewachsen ist, total zerstört wurde von denen und die wenigen Überlebenden haben sich in den Untergrund zurückgezogen und patrouillieren jetzt eben als Einheit quasi die Ruinen, um diese Schattenwesen auf Abstand zu halten. Es gibt aber auch noch so eine Art Ritter, die so eine Art Orden entspringen und die sind halt noch viel mächtiger und haben ganz tolle Waffen und Rüstungen und sowas, um diese Schattenwesen zu bekämpfen. Aber die sind seltenst in diesem Ort anzutreffen. Als unsere Protagonistin dann aber auf einem ihrer Patrouillen auf zwei von diesen Rittern trifft, ist sie natürlich besonders interessiert daran, was die beiden herbringt. Vor allen Dingen aber, weil sie ein Armband trägt, das sie vor Schattenwesen warnt. Und das schlägt bei einem von diesen beiden Kriegern an. Der scheint aber ein Mensch zu sein, aber also irgendwas scheint da nicht so richtig zu stimmen. Und die beiden Krieger sind auch tatsächlich auf der Suche nach ihr, denn es wird davon ausgegangen, dass sie mit der Quelle herumgepfuscht hat, aus der die Krieger ihre Waffen beziehen, beziehungsweise den Stahl für ihre Waffen. Und deswegen sind sie wehrloser gegen diese Schattenwesen. Unsere Protagonistin streitet das natürlich ab und sie zieht mit diesem eher zwielichtigen Ritter zur Quelle, um da nach dem Rechten zu sehen und ihm zu beweisen, dass sie durchaus nichts damit zu tun hat. Und auf diesem Weg lernen die sich natürlich weiter kennen und es tauchen immer mehr Gefahren und Offenbarungen auf. Ja. Ich hatte ja schon bei Slaying the Shifter Prince gesagt, dass man bei dieser Reihe halt nichts Neues erwarten darf. Also es ist tatsächlich in 80% der, sagen wir 95% der Punkte, die da abgearbeitet werden in der Story, so dass man sie vorhersehen kann, dass eigentlich von Anfang an klar ist, dass das passieren wird und man absolut nicht damit rechnen sollte, überrascht zu werden. Damit kann man natürlich nie rechnen, aber es ist nichts Neues. Jemand, der Romantasy kennt, der Fantasy kennt, der weiß, was los ist und was passieren wird. Das ist einfach gerade diese Art Romantasy, die beliebt und bekannt ist und die Leute wollen das lesen. Und da spricht nichts gegen. Ich lese das auch sehr gerne, auch wenn ich es selber vorhersehbar finde. Mittlerweile bin ich tatsächlich so, dass ich bei manchen Büchern so bin, ja, okay, und also, na gut, dann lese ich jetzt noch, bis das und das passiert, aber dann gehe ich schlafen oder so. Und es ist halt original auch immer genau das, was passieren wird. Weil es so vorhersehbar und klischeehaft irgendwie schon ist, dass man gar nicht mehr überrascht wird. Hier war das halt auch so. Es war total klar, dass natürlich unsere Protagonistin eine super unabhängige, starke Frau ist, die auch mit ganz vielen Typen schon im Bett war und naja, jetzt trifft sie halt den und vielleicht geht sie mit dem auch ins Bett, aber sie weiß es noch nicht. Und man sitzt halt wirklich da als Leser und denkt sich so, ja, tolle Info, danke. Fand ich irgendwie so, okay. Es geht
so und so ähnlich dann halt auch weiter. Es wird hier sehr darauf gepocht, wie ach so unabhängig die Protagonistin ist, wie das in so vielen Büchern im Moment der Fall ist. Und man sich dann denkt, du kriegst aber auch nichts gebacken ohne den Typen, was halt original so ist. Und ich fand deren Beziehung, die sich natürlich über die Geschichte entwickelt, nicht nachvollziehbar. Nicht gut genug nachvollziehbar vor allen Dingen. Ich fand, dass die... Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich fand, dass die nicht zueinander passen. Ich fand, dass er sich ihr viel zu früh anvertraut. Also natürlich weiß sie sofort, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Und sie bringt ihn auch dazu, quasi seine wahre Gestalt zu offenbaren. Aber ich fand das so... Das ging zu schnell. Das hat mir nicht so gefallen. Auf der anderen Seite denke ich mir natürlich auch, was soll die Autorin machen? Das Buch heißt halt so, also ist klar, was er ist, also kann man es auch direkt offenbaren eigentlich. Und sich diesen ganzen Vorspann von, sie hat keine Ahnung, wer er ist, und dann plötzlich offenbart er sich auch sparen. So wurde man mehr oder weniger direkt ins Geschehen geworfen, aber irgendwie war das auch nicht so mein Fall, wie das gelöst wurde. Auch später dann hat er ihr von vielen Traumata erzählt, die der Krieg in ihm hervorgerufen hat und die erst dazu geführt haben, dass er zu diesem Wesen wurde, was viel zu schnell ging. Wohingegen sie halt sich irgendwie gar nicht mitteilt und die ganze Zeit aber so, weiß ich nicht, so sagt, ja, und aber ich werde dich töten, aber ich werde dich töten, aber ich werde dich töten, aber sie macht halt original gar nichts dagegen oder gegen ihn oder sonst irgendwie, sondern es entwickelt sich halt eine immer größere Vertrauensbasis, was ja eigentlich gut ist für eine Liebesbeziehung, aber das Ganze war dann wirklich in den ersten 60% der Story komplett vorbei, also so lange habe ich ja noch gelesen und dann war das eigentlich halt auch schon geklärt und dann frage ich mich eben, was in den letzten also weniger als die Hälfte des Buches noch passieren soll dahingehend. Das fand ich dann irgendwie so nicht so schön. Ich habe auch so eine Vermutung, worauf es hinauslaufen wird in der Story, aber ich habe es wie gesagt beendet, weil ich es einfach, es hat mich so gelangweilt, dass ich lieber am Handy gehangen habe, als zu lesen, und das ist kein gutes Zeichen, würde ich sagen. Außerdem hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das Klischee hier dann nicht gegriffen hat, dass er tatsächlich der Shadow Prince ist. Ich habe nämlich damit gerechnet, dass er so eine Art, ja, wie so ein Fae-Prinz oder sowas ist, mit eben so Schattenfähigkeiten, keine Ahnung, was ist ja auch im Moment super modern. Und das war aber nicht so. Also, dass er wirklich so ein düsterer, eher so morally gray Charakter ist. Aber das Ding ist, dass er halt irgendwie selber über seine Situation total verzweifelt ist und nichts daran gut findet und sich selber halt voll hasst und dieses ganze Selbstmitleid eben voll in die Story blutet. Also, das war so, ja, okay, jetzt halt mal die Luft an, so schlimm ist sie jetzt auch nicht, so nach dem Motto habe ich dann ab und zu gedacht. Ich hätte mir da halt eher gewünscht, dass er wirklich so ein eher böser Charakter ist und sie deswegen Feinde sind. Aber sie sind eigentlich nur Feinde, weil sie denkt, dass er weiß, was er ist und dass er das halt von Natur aus ist. In Wahrheit ist er aber mehr oder weniger verflucht worden. Also das ist das Ganze irgendwie so... Da ist keine Basis dafür, warum sie ihn töten sollte, in meinen Augen. Man sollte vielleicht eher herausfinden, warum das passiert ist und wie man das künftig verhindern kann. Und ich fand irgendwie, dass es nicht so richtig zusammenpasste alles. Und da wurde eben auch meine Erwartungshaltung überhaupt nicht bestätigt darin, dass er eben tatsächlich so ein Shadow Prince ist, sondern er war halt einfach irgend so ein Dude. Und das fand ich voll langweilig. Also es hat mir gar nicht gefallen. Und dann ist er auch noch so voll nett und macht ihr Frühstück und kocht ihr was und wäscht ihre seit 3 Monaten getragene, ungewaschene Unterwäsche. Wo ich mir denke, so, das würde ich nicht mehr bei meiner eigenen Unterwäsche machen wollen. Ich glaube, ich würde die ausziehen und dann würde ich sie verbrennen. Aber er macht das natürlich, weil sie ist ja die unabhängige, starke Person in dem Buch und auf keinen Fall der Mann. Ich finde das irgendwie so... Das hat mich irgendwie einfach enttäuscht, das ganze Ding hat mich komplett enttäuscht. Ich finde halt dadurch, dass es so ein Zusammenschluss aus Autorinnen ist, die diese Reihe zusammenschreiben,
ist halt auch relativ schnell klar dann, okay, das Buch von ihr hat mir halt gar nicht gefallen, ich habe gar keinen Bock auf sie. Also ich habe gar keinen Bock, jemals was anderes von ihr zu probieren. Das finde ich voll schade eigentlich, weil ich glaube, das Gegenteil sollte mit der Reihe erreicht werden. Naja, aber ich werde auf jeden Fall nichts von ihr lesen, bin ich ganz ehrlich. Ihre anderen Bücher klangen auch einfach so scheiße. Also der Titel schon. So, noch schlimmer als Slaying the Shifter Prince, was ich schon ordentlich schlimm finde. Der nächste Band heißt Slaying the Frost King und da habe ich ungefähr, ich glaube, 25% oder so habe ich schon gelesen und habe dann jetzt erstmal das Buch auf Eis gelegt zugunsten von Northwind. Da bin ich jetzt gerade schon über die Hälfte drin und sehr begeistert. Das Buch werde ich euch natürlich dann auch entsprechend vorstellen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von so klischeehaften Sachen haltet und was euch dann dazu bringt, so eine, obwohl ihr es im Klappentext schon merkt, 0815 Story zu kaufen und zu lesen, obwohl ihr wisst, was passieren wird. Würde mich sehr interessieren. Schreibt es mal unten rein. Ansonsten wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß beim Lesen und einen wunderschönen Tag.